So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Assassin's Creed Origins. So gut, Leute, mal weiter an der Stelle. Ich bin gerade unterwegs zu Cleopatra, mit der wir jetzt quatschen sollen. Und bitte nicht wundern, dass ich jetzt schon Stufe 31 bin. Ich habe mal ein paar Nebenquests gemacht, die von der Stufe irgendwie, weiß ich nicht, ziemlich low waren. Und jetzt auch nicht sonderlich interessant, also ich hatte alles aufgenommen, da war jetzt aber nichts dabei, was in irgendeiner Form cool war. Weswegen ich das jetzt einfach mal weggelassen habe. Weil wie gesagt, wir waren einfach im Level schon viel zu hoch gewesen. Und dementsprechend war das dann auch spielerisch dann nicht mehr so interessant und auch von den Quests an sich. Ich meine, viele Nebenquests, sind wir mal ehrlich, sind auch oft immer wieder das gleiche hier. Weswegen ich das jetzt mal weggelassen habe. So, ist aber jetzt auch nicht viel gewesen, ne? Also wäre was Cooles dabei gewesen, hätte ich es drinnen gelassen, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon Stufe 31 und haben jetzt entsprechend endlich mal wieder ein Level, um eine Hauptstory so zu machen, wie es auch empfohlen wird. Wir waren jetzt eigentlich immer übelst unterlevelt gewesen. Und, ach ja, dann kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe eine neue Keule gefunden, die hier langsam sehr stark legendär Stufe 30. Die ist richtig cool. Da bin ich mal sehr gespannt drauf dann, so wie ich es jetzt im Kampf mache. So, aber jetzt quatschen wir erstmal mit Cleopatra. Einfach mal die übelste Baustelle hier. So, idealerweise glaube ich fast, ich nehme mir ein Pferd, hä? Ich glaube, da bin ich schneller da. Na, jetzt ein bisschen rüber. Okay, gar nicht. Ich brauche ein Schiff. Zumindest ein Boot. Davon ist aber eins. Sehr gut. Nehmen wir das einfach. Die Anreise hat jetzt auch einfach mal 10 Minuten gedauert oder so. Irgendwie hierher zu kommen. Ich bin die ganze Zeit einfach mit dem Boot hierher geschippert dann. So, okay. Dann können wir den Rest jetzt auch noch mit dem Boot fahren. So, perfekt eingepackt. Wie er sich für eine Assassine gehört. Hier mal Questtücher. Okay. Was mich mal interessieren würde, wie viel XP kriegen wir denn jetzt für so eine Stufe 31 Quest? Das würde mich ja doch mal interessieren. 2000 nur? Oh, das ist ganz schön enttäuschend. Okay, wollte ich nochmal ganz kurz nachgucken. Erstmal machen wir das hier. Das Schöne ist, dafür kriegen wir sogar, glaube ich, 7500 XP, wenn wir das irgendwie abschließen. Aber dementsprechend wird das wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Aber wir gucken einfach mal. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Heracleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Cleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Cleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du es vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Okay. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat.
Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Bordschiffer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt. Und decke die Verschwörung gegen uns auf. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ich werde die Stadt säubern und für unsere Sicherheit sorgen. Unser Plan ist, diesen Tempel nach uns umzubenennen. Ist die Stadt schon sicher? Ich war beschäftigt und abgelenkt. Es ist eine sehr schöne Gegend. Glück gehabt. Das Bordell genossen? Die Zeit läuft uns davon, wenn wir Septimius schnappen wollen. Ich arbeite dran. Okay. Dann machen wir das nochmal. Ich will übrigens jetzt auch nochmal anmerken, dass ja wirklich die Keule, die ich jetzt hier habe, wirklich meine Keule ist. Ja, das war wirklich eine solide Keule. Das ist eine richtige Keule. Okay. Wollte ich euch nochmal kurz vorführen. Der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Jo. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. So, hier können wir einfach rüberklettern, oder? Leider nicht. Nochmal hier. Oi, Mesonus Afrosinis. Ich liebe es hier. Herakleion. Voller schöner Ägypter und schöner Griechen. Ich erkenne den Unterschied nicht. Ich liebe es hier. Herakleion. Voller schöner Ägypter. Das sagtet er. Sagtest du bereits, alle. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für. Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen, aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Okay. Wie viel will sie denn haben? Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen, hm? Na gut, dann warten wir oben mal auf die Zwillinge.
Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Okay. Shh, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Irgendwie hatte ich mir die Zwillinge anders vorgestellt. So, okay. Reiche Venators Raum. Wird mal eben für neue Ziele jetzt hier schauen. Jetzt haben wir noch der Skorpion und der Schakal. Das Ding ist ja, man kann ja fest davon ausgehen, guck mal, es sind immer weniger und weniger geworden. Irgendwo wird hier noch einer auftauchen, definitiv. Okay. So, wir müssen. Da lang, okay. Ich will jetzt endlich meine Keule benutzen, meine Güte. Moment. Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Ja, guck mal einer an. Was, die lebt noch? Brief von Septimius. Ach je. Lieber Venator, ich habe ein paar Drachmen beigefügt für dein Vergnügen und die Bewaffnung deiner Männer. Bitte bleibe diskret. Der Name der Gabinianer hat noch Bedeutung bei unserem Aufstieg zum Thron. Bezahle deine Männer für das Attentat und komme zu mir nach Alexandria, sobald es durchgeführt wurde. Bitte sei effizient. Der Brandstifter kann über das Dock in ihre Villa. Unser Bogenschütze schießt den tödlichen Pfeil von einer erhöhten Position aus ab. Libius sollte einen direkteren Ansatz wählen und Alexus findet mit seinen exzentrischen Methoden sicher auch einen Weg hinein. Ich vertraue darauf, dass du den Auftrag erfolgreich abschließt. Ich erwarte deine Ankunft mit Spannung. Unsere Marine braucht Krieger wie dich angesichts neuer Kriegsbemühungen am Horizont. Der Orden der Ältesten ist stark. Bald werden wir den Ägyptern Frieden und Ordnung schenken. Aber unsere eiserne Faust ist der einzige Weg, die Kontrolle über Ägypten zu bewahren. Septimius. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Bei den Göttern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Okay. Alles klar. So, kann man den Ding rufen? Okay, das geht sogar. So. Hier ist einer. Hier irgendwo. Da. Und hier irgendwo. Ein Schiff, oder was? Jo. Ich sag mal, hier ist noch ein Schatz.
Und hier irgendwo. Ist eigentlich auch noch ein Schatz sein, hätte ich jetzt erwartet. Ich finde ihn aber gerade nicht. Okay. Ja. Wie gesagt, in den Schätzen ist meist eh noch Crap drin. So, jetzt muss ich noch hier raus. Alles klar. Da haben wir auf jeden Fall erstmal drei Ziele jetzt hier. Da vorne ist das, was am nächsten dran ist. Schnappen wir uns den erstmal. Den können wir eigentlich relativ gut von hinten überraschen, oder? Denke ich. Wie sehe ich aus? Ich möchte später noch die Laute für die Königin spielen. Großartig. Bist du einer der Musiker, die für Kleopatra spielen? Hast du ein Glück. Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. Ja, wollen wir kämpfen? Da können wir die Keule endlich mal jetzt ein bisschen rumschwingen. Lass mal probieren. Ich liebe den Move. Die holt nämlich ganz schön rein, die Gute. Vor allem, wenn man im richtigen Moment den Konter hier macht. Dann sind die einfach mal One-Hit, obwohl die Stufe 31 sind. Hau zu. Das ist cool, das gefällt mir. Du auch nochmal. Hau zu. Na, komm her. Wow, habt ihr das gesehen? Das war Wirbelwind-Attacke oder so, ich weiß es nicht. Okay, nice. Aber ich komme mit der Keule halt irgendwie, weiß ich nicht, immer noch ganz gut klar. So, so, den hätten wir. Als nächstes machen wir den da vorne. Mit, wo ist denn der? Nee, ihr seht mich noch nicht. Nee. Ihr seht mich noch nicht. Da ist er. Wenn ich, kann ich auf das Gebäude da springen? Auf dieses Dach, ohne dass die mich sehen? Oder so hier einfach. Okay, das geht auch. Na komm mal her. Ah, hier ist doofes Wasser. Selbst diese One-Hit, der war Stufe 32 gewesen. Richtig nice. Okay, jetzt reicht's. Ich hab mich einmal getroffen, jetzt bin ich sauer. Bam. Bam. Das ist so witzig. Das ist einfach mal die brachiale Gewalt hier. Okay, das war nix. Der hat richtig Schaden gemacht. So, der schießt gleich wieder. Nicht getroffen. Nee, ich wollte eigentlich erstmal den hier killen. Attentat hätte ich machen können? Okay, interessant. Aber der gepennt hat, oder? Die sorgt nämlich dafür, dass die einschlafen, die Gegner, wenn ich die treffe. Hin und wieder. Okay, das scheint aber nicht immer zu procken. Ne? Das kommt noch hin und wieder anscheinend, dieser Effekt. Habe ich so den Eindruck. So gut, und den Bogenschützen haben wir noch. Wir kommen hier nicht hoch. Okay, interessant. War aber ganz schön steil gewesen, ne? Und ganz schön hoch. Ist der jetzt wirklich? Ne, der ist gar nicht auf dem Boot. Ich glaube, den wir jetzt gekillt haben, der war auf dem Boot gewesen, ist jetzt aber gerade halt angekommen. Und wir müssen jetzt hier da auf diesen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Leuchtturm oder so. Auf dieses horizontale Gebäude da. Horizontal sage ich schon, vertikal. Diese Stadt ist wild. Gibt es Tavernen? Ich brauche eine Pause. Gibt es hier Hakus Bier? Da oben, da lauern sich schon die Wachen. Jetzt können wir jetzt auch schwimmen. Bislang metteln wir uns ja ganz gut durch hier. Wir sehen Kleopatra. Kleopatra!
Schade. Okay, der ist weg. Den muss ich killen, oder? Nee, den muss ich nicht killen. Doch, den muss ich killen. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht runter. Okay, der hat will ich den noch plündern? Nee, der hat nichts getroppt, so wie es aussieht. Witzig, wie sie alle runterspringen. So, gut, Leute. Wir sollen zurückkehren. Da müssen wir hin. Kann ich hier einen Kopfsprung machen? Sehr cool. Und das Wasser ist 1 Meter tief und wir sind tot. Oder auch nicht. Aber eigentlich ist das Wasser wirklich nicht tief genug gewesen. Ne? Das sind vielleicht 2 Meter oder so. Wir sind jetzt von 10 Metern gesprungen. Ist eigentlich nicht so gesund, glaube ich. Ah ja, meine Liebe. Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Vorsicht! Alter! Hier gleich die Laune hier. Komm her. Das ist der einzige Nachteil, ist die Reichweite von der Waffe. Aber wenn man einmal trifft, fallen sie alle um. Das geht. Heftig. Die sogenannte Königin. Okay, da kommen noch mehr, wie es aussieht. Denator. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. Der hält einiges aus. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell? Und hast... So, Kollege. Die Reichweite, ne? Das ist das Einzige, was ein bisschen nerven könnte. Und das ist halt das einzige Problem an der Waffe. Krass, der macht aber nicht viel Schaden aktuell, ey. Aber ich in Adrenalin-Modus bin, oder was? Bin mir da weniger Damage? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Aber ich hätte Schleichangriff gerade machen können, witzig. Alter. Was der aushält. Weg ist, ne? Ich wieder. Warst du im Bordell? Au! Au! Und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kampf von dir. Der legt gar nicht mehr auf. Oh, jetzt. Gut, dass ich die Keule habe, ey, weil der hatte irgendwie reingeführt 1 Million Leben oder so. Halt einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Hey, alter Mann. Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch... Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Okay. Kann ich, können wir reiten? Steigst du mit auf? Sehr cool. Sehr gut, Eier. Wir nehmen Schiff. Sehe ich gerade, die Gabinianer haben uns eine Felucke mitgebracht. Nett von ihnen.
Ja. Aber so ist das, Leute, ne? Auch wenn man 10 Meter noch reiten kann, die muss man auf jeden Fall mitnehmen. So. Komm, auf hier. Auf mein tolles Gefährt. Ab geht's. Nein, nicht jedes. Nein. Nein, ich ramme gerade jedes Boot, was da ist. Großartig. Aber muss man auch hinkriegen. Lass mal. Am besten wäre es gewesen, wenn ich jetzt nochmal gerammt hätte. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Der Tod liegt in der Luft. Götter, der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Keiner von Ptolemäus Mistkerlen? Nein. Eine recht formlose Beseitigung. Anscheinend kommen wir zu spät. Ach du Scheiße. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. Okay. So, cool, Leute. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. War auch cool gewesen, die Quest bisher hier. So, gut, Leute. Was haben wir jetzt hier bei Hauptstory? Ah ja, die Klinge der Göttin. Okay. Na gut, machen wir das erstmal. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Ja. Klar, warum nicht?